Jeder Roboter ein Künstler, behauptet zumindest Danny Frede. Er lässt von Saugrobotern Bilder malen. Roboter malen das jetzt 3, 4, 5 Stunden, werden die beschäftigt sein, bis der letzte den Strom aufgegeben hat. Ich spanne das auf Kaira, morgen früh hängt das hier und dann können die Leute entscheiden, ist es Kunst oder ist es keine. Ziemlich wahrscheinlich eher weniger Kunst. Aber überraschend unterhaltsam. Wie so vieles, was hier beim Metamarathon im NRW-Forum in Düsseldorf am Wochenende zu entdecken war. Ein Rund-um-die-Uhr-Festival, bei dem Hunderte von Teilnehmern aus der ganzen Welt zusammenkamen. Die Erkenntnis? Ziemlich eindeutig, dass Deutschland beim Thema KI, also künstliche Intelligenz, im weltweiten Vergleich besorgniserregend hinterherhinkt. What is the budget? Wie hoch ist das Budget der Bundesregierung für die Erforschung künstlicher Intelligenz? Raten Sie mal. Die Antwort? Erschreckend. 0 Euro. Verpennen wir gerade unsere Zukunft? Ein Festival allein kann das nicht klären, aber wachrütteln kann es schon. 42 Stunden Nonstop-Programm, alles zum Thema künstliche Intelligenz. Sehr experimentelles Format, Workshops, Talks, Performances, Konzerte. Und es ist keine klassische Konferenz. Die Leute können hier alle übernachten. Es gibt Essen und Trinken für alle. Und wir versuchen hier, Geschichte zu schreiben, nichts anderes. We're here today at Meta Marathon in Düsseldorf. Christoph Peterka ist Unternehmer und Futurist. In der Szene vielleicht so eine Art Zukunftsguru. Ich bin kein Freund von blinder Euphorie. Alles, was neu ist, ist per se gut. Genauso wie es falsch wäre zu sagen, alles, was neu ist, ist schlecht. Der Umgang ist damit entscheidend. Es könnte sein, dass durch die Einführung von künstlicher Intelligenz dieses Anthropozän zum kürzesten Erdzeitalter der Geschichte wird, weil wir selber als Teil der Evolution jetzt unsere eigenen Nachfolger sozusagen entwickeln, nämlich den Software-Sapiens, der dem Homo sapiens tatsächlich folgen könnte. Der einfach so viel komplexer, schneller denken kann, auch kreativ, als es eben der Homo sapiens in der Lage war zu tun. Mit diesem Nofretete-Bot kann man sich tatsächlich ziemlich umfassend unterhalten. Sag mal, wie alt bist du, Nofretete? How old are you? I am definitely older than you. Ich bin auf jeden Fall älter als du. Ich hatte vor ein paar Jahren meinen 3333. Geburtstag. Als kulturelle Ikone bin ich eigentlich zeitlos. You should consider me as timeless and techno-heritage. Liat Greiver kommt aus Israel und arbeitet an der Uni Konstanz mit iDavid. Ein Roboter, der Bilder malt, um kreative Aufgaben und komplexe Prozesse zu erforschen. Werden wir Menschen in Zukunft überflüssig sein? Oder ist das, was David da fabriziert, bloß seelenlose Farbe auf Leinwand? Was spielerisch wirkt, hat Auswirkungen. Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant, verändert unseren Alltag, unsere Arbeitswelt, unsere Lebensbedingungen. Bei dieser Entwicklung sollten wir dabei sein und nicht skeptisch dabei zusehen, wie andere für uns Zukunft gestalten. Darum geht's den Festivalmachern. Der Vergleich, der dazu ziehen sein könnte, ist der mit den Berggorillas, die heute nicht mehr darüber entscheiden können, über ihr eigenes Verhalten, ob sie überleben oder nicht. Das kann nur noch der Mensch. Und möglicherweise erleben wir noch, dass eine solche Softwaremaschinerie darüber entscheiden wird, wie lange und in welcher Form wir Menschen auf diesem Planeten und auch vielleicht in welcher Zahl noch eine Daseinsberechtigung haben. Ob die vor 3 Jahren entwickelte KI-Barbie auch künftig eine Daseinsberechtigung haben wird, man weiß es nicht. Jedenfalls scheint ihr Themenrepertoire noch ziemlich begrenzt. Ich möchte mit dir nicht über Mode reden und auch nicht über Spiele. Ich möchte über Kunst sprechen. Was hältst du von Kunst und künstlicher Intelligenz? Dazu schweigt Barbie. Noch.